Welcome, welcome, Freunde. Zurück beim Daily Vlogging von mir, Splachbruder. Schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Der heutige Tag, der heutige Vlog hat leider einen etwas anderen Anlass. Unerwartet kam vor ein paar Stunden die Meldung, dass der Präsident von Hertha BSC unerwartet mit nur 43 Jahren unsere Erde verlassen hat. Für mich persönlich muss ich erstmal sagen, war das schon ein heftiger Schock, weil man erst vor ein paar Wochen noch richtig gequatscht hat und ich konnte es gar nicht richtig realisieren, aber das, was ich gefühlt habe, kann auch nur ein Bruchteil davon sein, was die Familie und die Angehörigen und die engen Freunde gefühlt haben. Erstmal da mein größtes Beileid und aber mein aufrichtiges Beileid an alle Beteiligten und ja. Wir haben da heute einen extrem sympathischen, einen sehr fleißigen, einen aufrichtigen und vor allem einen ehrlichen Menschen verloren. Kai war, wie ich ihn kennengelernt habe, extrem lustig, extrem positiv und auch ein Vorbild, ja, weil er sowohl businesstechnisch als auch vereinstechnisch, was Hertha betrifft, also wie er damals Hertha supportet hat, in der Kurve stand, als Capo da war, später aber dann ins Business rein, dort rasiert und dann zurück zu seiner großen Liebe der alten Dame. Und auch da lief natürlich nicht alles perfekt, aber er war immer sehr ehrlich, sehr offen, sehr transparent, auch wenn es Entscheidungen gab, die nicht dem Fan aus der Kurve gefallen hat. Ich habe Kai kennengelernt letztes Jahr im, ich glaube, Juni oder so. Das war dann auch ungefähr die Zeit, als dann bei uns sich so ein bisschen mehr entwickelt hat. Ja, so in Richtung Markenbotschafter, Splash-Bruder, dass wir da ein Teil wirklich der Hertha-Familie werden. Und da wurden wir gut gecheckt, ja, von Colin. Da haben die uns gecheckt, gesehen, dass wir wirklich Herthaner sind, dass wir den Verein lieben und dass unser Ziel ist es, die Marke Hertha auch wirklich positiv zu pushen. Das erste Mal gesprochen habe ich ihm nach Gladbach gegen Hertha. Das war letztes Jahr ein Heimspiel noch in der Bundesliga und da hat Hertha 4:1 gewonnen. Es haben drei Berliner getroffen. Derry hat sein erstes Tor geschossen und nach dem Spiel gemeinsam mit dem Stadionsprecher Fabi vom Wachsmann sind wir zu Kai, weil die auch gut befreundet sind und dann sind wir gemeinsam rausgegangen, eine rauchen und der hat sich so ins Stadion reingestellt, hat so geguckt und hat sich umgedreht zu uns und hat gesagt, seht ihr, die ganze Zukunft von Berlin, scheiße, ist weg. Wir gehen jetzt wieder den Berliner Weg. Und das hat mich schon so krass gecatcht, dass ich so instant Riesenfan war, alleine diese Art und Weise und dann war der auch noch so. Und dann soll jetzt noch mal jemand fragen, was der Berliner Weg ist. Ja, nachdem Martin da auch noch diesen Banger geknallt hat, so von 40 Metern. Das war echt ein mega krasser Tag und krasses Erlebnis. Und generell auch werde ich das nie vergessen. Auch so, wenn man ihn irgendwo gesehen hat, dann war das jetzt nicht so, ah, der Präsident von Hertha BSC, ich bleib mal jetzt lieber, ne, so, sieh her. Sondern es war, du gehst auf deine Richtung deine Plätze, du siehst ihn gerade mit Kindern Fotos an und du sagst, ey Kai, du bist eine Maschine. Und dann war Kai immer direkt so, nee, du bist die größte Maschine. Also es ist wirklich ein Honor Man gewesen, ein richtig, richtig cooler Typ und viel zu früh, dass der uns verlässt, leider. Gerade weil auch der Umschwung so geil war. Wir hatten jeder, der in der Kurve steht, jeder Fan von Hertha, okay, oder die meisten, ja. Es gab natürlich auch Leute, die was gegen Kai hatten oder nicht so ganz mit seiner Philosophie, ne, einverstanden waren. Aber jeder wusste, dass Kai die alte Dame liebt und sein Ziel ist es wirklich, Hertha wieder on top zu kriegen. Ja, das kann er nicht mehr machen. Das geht jetzt alles in unsere Richtung. Von dem einzelnen Fan, von den ganzen Mitgliedern, von der Kurve, von jedem Einzelnen ist das, ja, so mehr oder weniger jetzt unsere Responsibility, dass wir weiter seine Vision pushen. Ja, Mann, das ist auch nicht ganz einfach, weil wirklich es gab
zig Momente, an die ich denke, wo es echt lustig war. Es waren Spiele, es waren die ersten 4 Spiele der Saison, diese Saison vorbei. Und wir haben uns immer mal wieder gesehen und immer wieder waren wir so ein bisschen, ja, tough gerade. Es ist einfach nur tough, die Zeit. Und wir müssen jetzt muss mal was passieren. Und trotzdem waren wir immer positiv und hatten Bock. Ich mache den 34er, ich bin bei jedem Spiel, ich kann immer mein Erlebnis erzählen. Wir hatten immer kurz was zu quatschen. Und wirklich, wenn wir uns gesehen haben, dann war dieser Handshake wirklich so, also so richtig zerrissen. Du konntest den so richtig schütteln und so. Das war, ja, werde ich extrem vermissen. Zieht einen krass runter, aber wir müssen natürlich da nach vorne schauen. Ich denke mal, die nächsten Spiele werden auch speziell und es ist sehr traurig, dass wir ja die Rückrunde nicht so weitermachen können, wie wir die Hinrunde beendet haben mit einem richtig starken Monat, sondern ja, aber es ist, was es ist. Na, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Kai bedanken für alles. Ich werd den für immer in meinem Herzen behalten. Und ja, wünsche der Familie und allen Angehörigen nochmal alles Beste. Damit ist der Vlog auch beendet und ich wünsche euch trotzdem einen tollen Tag, Freunde. Ja-Stimmen für Kai Bernstein mit 1600. Hertha BSC. Hau he, liebe Herthanerinnen und Herthaner.